Damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zurück zu einer weiteren Folge OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir sind heute auf der Map Mini, auf der, nee, anders. Wir sind heute auf der DLC-Map Wuppertal-Linie 639 unterwegs. Das ist ein Mini-DLC für Wuppertal noch zusätzlich, ne? Und, ja, ich habe versucht, das schon im Schnee zu spielen. Und halt natürlich auch aufzunehmen, aber das musste ich leider abbrechen, weil es ist unmöglich gewesen. Es war halt wirklich unmöglich gewesen. Und jetzt seht ihr hier, es ist immer noch Schnee. Ja, jetzt habe ich aber das auf überfrierende Nässe gestellt. Das sollte hoffentlich etwas mehr machbarer sein. Und wenn nicht, ja, dann gebe ich es wieder auf. Mach's eben bei schönem Wetter. Weil die Strecke an sich ist auch sehr schön und sehr eng. Ja, und sehr gefährlich. Aber heute haben wir ja unseren schönen Mercedes-Benz 10-Meter-Bus. Ne? Ich war selber damals auch auf der Linie unterwegs. Da hatten die auch genau den Bus. Das Repaint ist auch eins zu eins das gleiche. Ja, wie rüst das mehr auf, ne? Ja, ist mir klar. Ja, und da hat er uns erzählt, der nette Busfahrerkollege, also ich kann euch mal sagen, wann das erstmal war. Ich habe davon nämlich noch ein Foto gemacht. Das war, also laut meinem Foto steht hier 13. August 2021. Und da hat uns der nette Kollege dann auch gesagt, die Buslinie gibt es nur noch eine Woche lang. Oder war es diesen Monat? Ich glaube, eine Woche hat er gesagt. Ja, und da wurde das halt eben im August 2021 eben die Linie eingestellt und halt eben eine Linienruftaxi halt, ne, eingerichtet, wie man es halt so kennt. Ob es die Linie heute wieder gibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, so viel dazu zu der Linie. Ja, deswegen fahren wir sie jetzt eben heute trotzdem noch einmal. Auch wenn es die nicht mehr gibt. Schade eigentlich, weil schön ist sie. Gut, also 639. Das kann einmal Bus mit der Route 2 sein. So wie ich mich kenne. Ja, genau, war ja klar. So. Na, Leute, ich kann natürlich reinlassen, die Luft ist noch nicht da. Aber ja, das können wir ja schon mal das hier machen. Ich habe auch überlegt, also Wuppertal, die Map selbst bin ich ja auch selten bis gar nicht gefahren. Das letzte Mal ist ja Ewigkeiten her. Ich weiß auch noch nicht mal, woran es lag, warum ich nicht gefahren bin. Kann sein wegen Performancegründen. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal fahren, keine Sorge, Leute. Ich finde aber jetzt hier nirgendwo jetzt irgendwas, ne, rutschig ist, dann bin ich enttäuscht. Aber da können wir auch gleich bei schöner Sonne fahren. Weil Schnee ist unmöglich. Deswegen dachte ich auch hier, ja, ist das schlimmer als die Hölle Innsbruck, wenn ihr sie noch kennt? Oder wie der Gletscher-Express auf Römerberg? Naja, werden wir ja mal sehen. So, jetzt. Hallo, Busfahrer. Hallo. Wer sagt denn Hallo, Busfahrer, ey? Ja, wir müssen ein Stück rückwärts, weil sonst kommen wir hier, glaube ich, nicht rum. Wenn wir den Luft hätten, natürlich, ne? Ah, jetzt setzt er sich in Bewegung. Buswendeplatz. Linienverkehr frei. Schön vom Schild halten. Ja, so ist gut. Ups. Falscher Knopf. Ja, wir können eigentlich schon los, ne? Na, dann machen wir das mal. Oh ja, hier ist trotzdem glatt, merke ich gerade. Eieieiei. Sollte aber nicht überall so sein, weil die Straßen sind hier nur teilweise geräumt. Komischerweise.
als wir hier, als ich das letztes Mal, als ich das vorhin schon probiert habe, meine ich. Da war ja auch noch trocken. Aber an der nächsten Haltestelle war es dann wieder nicht geräumt, aber hier ist es diesmal anders. Ja, hier ist es eindeutig anders. Können Sie nicht aufpassen? Was denn für aufpassen? Ich werde hier nur von der ABS-Leuchte angeblickt, Leute. Schnauze halten. Oder meistens überhaupt die ABS-Leuchte? Ja. Hallo? Hallo? Mir gefällt die Position vom Dashboard aber nicht. Ich mach das lieber so. Ja, so ist besser. Eieiei, glatt. Ich bezweifle, dass wir auch selbst so irgendwie da hochkommen. Das scheint wohl genauso glatt zu sein wie bei Schnee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ist ja gut. Zur Waldesruh. Hier ist aber auch nie einer, ne? Und ja, der Bus hat einen Retarder, auch wenn der hier leider nicht sichtbar ist. An der Seite hier. Schade eigentlich. Okay, der Retarder macht vielleicht gar keine Arbeit. An der Waldau. Hey! Ruhig, Brauner, ruhig! Ey, das ist ja... Ey, das ist schon krass, ne? Hallo! Hallo! Das ist schon sehr übel, das ist richtig übel. Keine Ansage, auch geil. Ey, selbst mit Retarder kommen wir ins Rutschen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Fahren Sie doch fahren mal bitte ein bisschen vorsichtiger. Langsamer bitte. Ich fahr doch schon langsam, wir sind 30. Warum fahren Sie so schlecht? Weil du schlecht bist. Was, dein Mann kann besser fahren? Ja, dann lass doch dein Mann hier ans Steuer. Ich wette, der kracht beim nächsten Mal direkt in die Leitplanke rein. Dann habe ich die Wette gewonnen. Ja, seht ihr, hier ist zum Beispiel nicht geräumt. Ne? Blödinghausstraße. Ist trotzdem arschglatt hier. Ihr merkt es ja selbst, also wie der Bus die ganze Zeit zurückt. Das ist schon krass. Oh oh. Oh 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 oh. Oh, gerettet. Oh nein. Ich mach's lieber selbst mit der Fußbremse, weil... Ey. Das ist ja mal übel. Hallo. Hallo. Der Bus rutscht einfach trotzdem. Der Bus rutscht einfach trotzdem mit der Haltestellenbremse drin. Ja, Omsi? Alles gut bei dir? Sonnborner Ufer.
Der Bus, der fühlt sich echt nicht wohl. Er fühlt sich wirklich nicht wohl. Er bremst nicht. Er bremst einfach nicht. Er wird nicht langsamer. Sollte man eigentlich sagen. Gut. Sollen sie meckern? Das ist mir doch egal. Oh, grüne Welle. Das passt. Wir haben nämlich Verspätung. Ja, stimmt, wir haben ja bloß 10 Meter. Schon wieder fast vergessen. Dass die ABS-Leuchte auch gleichzeitig die ASR-Leuchte ist, ne? Habe ich auch vorher nicht gewusst. Man sieht's nicht, dass die Straße glatt ist. Aber sie ist es. Kornstraße. Kornstraße. Ja, dadurch, dass es halt eben ein Mini-DLC ist von Wuppertal, sehen wir leider keine Schwebebahnen über unseren Kopf hinwegfahren, was natürlich cool wäre. Aber gut. Was geht, Manfred? Hallo. Ein korrekter Manfred. Wer hätte es gedacht? Sehr korrekter Manfred. Ey, das ist echt krass. Ey, das ist wirklich übel krass. Aber ich habe das Gefühl, es ist etwas besser, als wenn hier Schnee liegt. Zoo. Stadion. Ja, etwas besser ist es. Weil als ich getestet habe, da konnte ich ja bloß mit 30 lang fahren. So kacke konnte ich beschleunigen. Hallo? Winter, die Linie 611 verkehrt bei Schneefall und Glätte nur eingeschränkt, ja? Die 611 ist aber noch harmlos im Vergleich zu dieser Linie, also frage ich mich, warum wir den Scheiß hier fahren müssen. Ja gut. So, Haupteingang. Ja, die Kreuzung ist auch nicht geräumt worden. Warum zum Teufel ist das so? Naja gut, egal. Warum hole ich so viel aus? Wir haben noch 10 Meter nur. Okay, noch geht's. Aber wenn ihr denkt, das war schon krass, dann müsst ihr mal abwarten, weil jetzt wird's richtig pervers. Dann sind hier noch 30, ey. Neue Linien nach Velbert. Ja, stimmt, das DLC gibt's ja auch schon. Ah, und Metropole Ruhr, ja, das ist ja wirklich alt. Ja, und dann bin ich damals mit dieser Linie gefahren, dann sind wir auch zum Zoo hier gefahren. Der Zoo ist cool. Der Zoo war echt toll. Komm schon, den Schwung müssen wir mitnehmen. Ich weiß, du magst das nicht. Aber irgendwie müssen wir ja hier hoch. Es klappt zumindest schon mal besser als mit Schnee. So, wir müssen aber noch weiter hoch. Ich brauche nur kurz irgendwie eine Chance, ein Bild zu bekommen. Mit dem Bus. Nein, so.
Komm schon, noch beschleunigen, wir müssen hier hoch. Los! So. Hat was. Vielleicht mache ich dann offscreen noch ein Foto. Vielleicht kriege ich ja noch ein besseres hin. Ja, hier sind eine Menge Leute. Hallo. Hallo. Ja, komm, um sie. Sehr ruhig. Hallo, ich bin Busfahrer. Guten Tag. Ich bekomme einmal die Tageskarte, bitte. Jawohl. Ich sag's doch gleich beim ersten Mal. Ja, nein. So. Guten Tag. Guten Tag. So, wir haben Verspätung. Was ein Wunder. Ja, komm, um sie. Ich hab's doch schon verstanden beim ersten Mal. Meine Güte. Also hier ist es wirklich dauerhaft klappt, ne, ey. Zoologischer Gartenbahnhof. Übergang zur S-Bahn. Ist ja gut, danke. Die Linie sind wir auch schon mal gefahren in einem Twitch-Livestream. Das Video gibt es aber leider nicht mehr, deswegen dachte ich, machst du eben nochmal eine Folge darüber. Aber eine extreme. Vielleicht mache ich ja wieder ein Special-Let's Play raus, muss ich mal schauen. Also das ist schon echt nicht ohne, ey. Hallo. 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 So, ist der Bahnhof. Das stimmt auch alles soweit. Das weiß ich noch. Auch die Linienführung ist exakt die gleiche. Ja, fahr einfach. Komm schon. Ein bisschen Geschwindigkeit können wir schon aufbauen hier. Auch wenn wir 30 sind. Natürlich wollen die jetzt alle da hoch. So. Ah. Ich hole immer so viel aus, ey. Na, ob wir jetzt hier hochkommen, ich weiß ja nicht. Ne, keine Chance. Keine Chance. Wir rutschen sogar rückwärts. Das klappt so nicht. Dann brauchen wir eben ein bisschen Anlauf, ne? Komm schon! Komm schon! Ich weiß, du willst es auch! Ah! Nein. Gut, dann müssen wir eben kurz schummeln. Kommt er so schon gar nicht hoch, ey. Warum, ey? Warum eben nochmal Anlauf? Wow, 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 wow. So. Der Bus kommt dann einfach so schon nicht hoch. Ja gut, Leute, anders ging es jetzt halt nicht, ne? Muss man halt jetzt wieder umstellen. So.
Habe ich eigentlich die Heizung angemacht? Nee, ne? Oh Gott. Ja, komplett vergessen. Und Licht wäre auch nicht schlecht. Gut, die drinnen brauchen kein Licht. Wir brauchen schon Licht. Ja, das war's noch lange nicht hier. Komm schon. Geschwindigkeit aufbauen, brauchen wir. Brauchen Speed. Brauchen Speed, um sie. Bus. Hindenburgstraße. Traktion, bitte. Ja, das sollte reichen. Ja, passt. Dann einmal hier. So. Ich frage mich, wie wir hier auch anfahren sollen. Am besten halte ich einfach mal hier hinten. Das macht mehr Sinn. Ja, die haben schon alle Schiss hier. Kickdown oder kein Kickdown? Egal, da kommt eh nicht vorwärts. Gut, dann machen wir mal so hier. Mal gucken, ob das was bringt. Nein, kein bisschen was. Dann hole ich eben noch einmal Anlauf. Ohne ASR diesmal. Ey, wie das Ding am Rutschen ist, wie Sau. Ja, wie können wir bei einem so kleinen Hügel verkacken? Kann aber nicht angehen. Ich muss sonst wieder schummeln. Ah, noch kämpft er. Okay, jetzt gibt er gleich auf. Ja, jetzt hat er aufgegeben. Gut, ich werde wahrscheinlich einen Counter einblenden, wie oft wir schummeln mussten. Rüberstraße. Huch, falscher Knopf. Ich probier's, Leute. Ich probier's noch einmal. Ich probier's. Das wird aber sehr wahrscheinlich nichts. Ne, könnt ihr vergessen. Das wird nichts. Da kommt er so schon nicht hoch. Ja, schade eigentlich, ne? Aber wenn sich das Spiel so entscheidet, dann... Ja. Ich halte mal lieber hier hinten. Hoffentlich kommt er jetzt zu mir, der Scheißer. Ja, tut er. Guten Tag. Schnauze. So, bitte Omsi. Gib mir eine Chance. Warum bremst der denn immer? Lass mich doch beschleunigen. Ne. Heimatplan. Ja gut, dann müssen wir es eben lassen. Also ja, ja, ist ja gut. Also allein bei der Kurve hier. Du kommst nicht hoch. Ich meine, der Bus kämpft, ne, aber... Kannst du vergessen. Ja, dann müssen wir halt eben wieder runter zu das erste Plan machen. Kann dich dann auch nicht ändern.
sowieso schon Sauverspätung, also was soll das? Schnell muss es gehen. Ja, also hier hätte man es vielleicht nochmal machen können, aber ab hier wird es dann wieder kritisch. Deswegen. Bin auch gespannt, wie viel Pause wir da eigentlich haben. Hindenburgstraße. So, da wartet die Meute schon auf uns. So, jetzt können wir es ja wieder anmachen. Jetzt probieren wir es noch einmal. Also. Ja, Bordstein. Ups. Machen wir es ebenso. Guten Tag. Guten Tag. Am Elend. Nein, zu dem Licht. Hindenburgstraße. Junkerweg. Ja, wir fahren zurück, würde ich sagen, oder? Ich mache mal eben nochmal Pause. 3, 4, 5. Oder sollen wir wirklich zurückfahren, Leute? Ah, Quatsch. Ich glaube, wir sparen uns das. Und ich nehme mal eine gescheite Wuppertal-Folge auf. Deswegen. Ja, schade eigentlich. Wir mussten schummeln, aber was willst du machen? Ja, deswegen. Ja, abstellen. Ist ja sinnlos sonst. Hallo? Warum hast du es auf das Tastatur umgestellt? Verstehe ich nicht. Ja. Also. Es war witzig. Ja. Aber ohne Schummeln geht's halt leider nicht. Auf dem Gletscher-Express wäre es halt wenigstens möglich gewesen. Mit überfrierender Nässe. Im Schnee hätte es auch nicht geklappt. Aber das, wenn es selbst hier mit überfrierender Nässe nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Also dann ist es schlimmer als alles andere. Schlimmer als Hölle Innsbruck und schlimmer als Gletscher Express. Na gut. Trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst mich doch gerne in den Kommis wissen oder mit einem Däumchen. Ne? Ein Däumchen wäre immer ein Träumchen. Und bis zum nächsten Mal Omsi 2. Entweder Omsi 2 Wuppertal oder Drams in München mal wieder. Werde ich mal schauen müssen. Oder wieder so ein Online-Projektspiel. Cool, bis dahin und tschüss, tschüss und danke. Bye.